Ein Training beim FC Bayern macht doch einfach Spaß. Dante auf jeden Fall und Thomas ganz bestimmt auch. Die Mannschaft legte heute eine knackige Einheit hin. Das Testspiel am Freitag in Bochum war da kein Hinderungsgrund. Morgen Mittag geht es dann also in die Heimat von Hermann Gerland, der das Spiel zur Unterstützung seines klammen VfL initiiert hat. Das war ganz einfach. Bochum war in Not. Und wenn ich früher mit meiner ehemalige Sekretärin Christa Tenno gesprochen habe. Ich sage, Christa, wenn es euch ganz schlecht geht, dann frage ich mal bei uns nach. Und dann war ich vor einem Jahr war ich in Bochum und dann habe ich mit der Christa gesprochen, mit dem Christian Hochstetter. Und die haben mir dann ihre Probleme geschildert. Und dann bin ich erst zum Matthias gegangen und hinterher zum Karl-Heinz. Und dann haben beide gesagt, ist okay, wir machen das. Bayern München ist ja ein nobler Verein. Und sie helfen wieder einmal. Das haben wir in der Vergangenheit ja schon des Häufigen gemacht. Und jetzt machen wir es für meinen ehemaligen Club. Und dafür bin ich sehr dankbar. Eine Woche vor der Bundesliga beim Zweitligaverein zu spielen, das ist eine gute Aufgabe für uns. Die Bochumer haben uns ja vor 2 Jahren schon mal im Pokal großen Ärger bereitet. Da haben wir in der letzten Minute gewonnen. Ne? Und die werden sich anstrengen. Ich denke, dass das ein interessantes Spiel werden wird. Interessant sind auch die Bayern-Jungspunde. In der kommenden Woche zeigen wir euch je ein Porträt von Mitchell Weiser und Gianluca Gaudino mit Antworten wie zum Beispiel, von wem lässt sich am meisten abschauen? Xabi Alonso momentan. Wenn ich Gianluca wäre, dann? Würde ich nochmal zum Friseur gehen. So sind sie, die jungen Kerle, zu sehen demnächst auf unserem FC Bayern YouTube-Channel. Und dann erreichte uns gerade noch ganz aktuell ein Beitrag von TV Müller zu dem Spiel morgen in Bochum. Hallo liebe Fans hier aus den Katakomben des FC Bayern mit einem kleinen Überraschungsinterview mit Hermann Gerland. Wir spielen ja in Bochum. Also auf geht's, Packmas. Herr Gerland, guten Tag, hallo. Hallo. Wir spielen ja morgen in Bochum und ich vom Hessischen Ruhrpott-Kurier, haben ein paar Fragen an Sie. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Spiel? Ja, wir wollen natürlich gewinnen, ist ja klar. Freuen Sie sich denn schon auf Ihre alte Heimat? Ja, natürlich. Das weiß ja jeder, dass ich gerne in Bochum bin. Da bin ich groß geworden, da habe ich noch einige, kenne ich noch einige sehr nette Menschen und die werde ich wieder treffen. Alles klar. Dann holen wir den Pott im Pott. Ja, Daumen hoch, hier ist die Kamera. Alles klar. Alles klar, danke. Ja, bitte.